Transformation und Innovation sind aus meiner Sicht ganz, ganz eng miteinander verwoben. Transformation ist so ein unglaublich großer Begriff. Und wenn man sich das beispielsweise in der Automobil- oder Mobilitätsindustrie anschaut, ist das nicht einfach nur ein Wandel vom Verbrenner hin zum elektrischen Antriebsstrang, sondern das ist viel größer. Die Transformation in der Automobilindustrie beschäftigt sich mit neuen Technologien, neuen Geschäftsmodellen, aber auch neuen Prozessen. Und Innovation ist aus meiner Sicht der Enabler für Transformation. Innovation ermöglicht es uns, zu neuen Geschäftsmodellen zu kommen, mit neuen Geschäftsmodellen neue Kunden beispielsweise anzusprechen, neue Märkte auch zu bedienen. Um Innovationen voranzutreiben, braucht es aus meiner Sicht unterschiedliche Bausteine. Ein Baustein ist beispielsweise Wissen. Man muss wissen, was sind Zukunftsthemen, wohin geht die Reise, welche Trends gibt es, welche spannenden Märkte gibt es, welche Marktmitbewerber gibt es, um Innovationen voranzutreiben. Also man braucht dieses Wissen. Der zweite Schwerpunkt, um Innovationen voranzutreiben, ist aus meiner Sicht Vernetzung. Vernetzung von unterschiedlichen Playern, Vernetzung von Unternehmen mit Wissenschaft, große Unternehmen, kleine Unternehmen, Startups, KMUs oder auch Vernetzung von unterschiedlichen Branchen, beispielsweise Automobilindustrie, Mobilitätsbranche, mit der Energiebranche beispielsweise oder aber auch unterschiedliche Player einfach zu vernetzen mit unterschiedlichen Hintergründen. Also wir haben zum einen Wissen, dann haben wir quasi die Vernetzung und der dritte Enabler für das Thema Innovation ist dann beispielsweise auch Förderung. Es braucht oft auch Finanzierung, um innovative Ideen umzusetzen, um F&E-Projekte beispielsweise umzusetzen oder sich einfach an neue Themen zu wagen. Das ist für mich ganz klar. Netzwerke sollten im besten Fall divers sein, unterschiedliche Player in den Netzwerken haben, die unterschiedliche Sichtweisen haben. Netzwerke sollten auch über Grenzen schauen, ob das über Technologiegrenzen ist, über Unternehmensgrenzen, aber natürlich auch über regionale Grenzen, denn keine Technologie macht an regionalen Grenzen halt. Und der dritte wichtige Punkt für Netzwerke ist natürlich Kontinuität. Es ist wichtig, dass Netzwerke kontinuierlich aufgebaut sind. Ehe Netzwerke wirklich erfolgreich sein können, brauchen sie eine lange Netzwerkarbeit, die Vertrauen aufbaut, die Unternehmen, Player, Menschen an Netzwerke bindet, um dort auch in den Netzwerken erfolgreich arbeiten zu können. Ich habe heute im Rahmen der Veranstaltung ein schönes Zitat mitgenommen und das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Das Zitat heißt: Der Kollaboration gehört die Zukunft und nicht der Konkurrenz um Ideen.